Hallo und herzlich willkommen zum vierten Server-Tagebuch. Und heute ging der Tag direkt richtig gut los. Wir haben eine Sämaschine gekauft, eine 6 Meter Cayena von Amazone. Und damit konnten wir dann natürlich richtig Gas geben. Wie man sieht, liefen die Profi-Hopper wieder auf Hochtouren und finanzierten uns dadurch eine ganze Menge noch an diesem Tag. Durch die gut laufende Arbeit konnten wir dann als nächstes in einen großen Mähdrescher investieren und wir sind unseren kleinen alten Oldtimer-Fahrdrescher endlich losgeworden. Die nächste Investition ließ auch nicht lange auf sich warten. Dann haben wir den Schlüter gekauft. Mit 250 PS ist er wirklich sehr, sehr stark und wir können jetzt endlich unsere 6 Meter Maschine auch vernünftig einsetzen und gleichzeitig haben wir auch noch einen guten Schlepper zum Abfahren, der auch mal zwei Agrolaner ziehen kann, denn wir haben auch noch einen zweiten Agrolaner gekauft. Die Glückssträhne reißt nicht ab und wir konnten uns das Feld Nummer 14 holen, was mit 100.000 doch schon eins von den etwas größeren Feldern ist. Und wir haben auch noch durch ein Angebot das Feld Nummer 26 bekommen. Das hier ist unser ganzer Fuhrpark inklusive aktive Spieler. Wir sind übrigens jetzt auch fast schuldenfrei, also wir haben fast 200.000 zurückbezahlt und wir haben, glaube ich, den erfolgreichsten Tag bis jetzt auf diesem Server gehabt. Zum Schluss wünsche ich mir etwas von allen Zuschauern, die jetzt noch zugucken. Wie ihr seht, hat der gute Helfer hier mit den Samen und dem Pflug ja sein Unwesen getrieben und ich möchte gerne, dass ihr in die Kommentare schreibt, wie man das vielleicht noch mal ein bisschen besser machen kann mit den Flügen, wie es vielleicht ein bisschen von der Ausführung her einfacher ist.